Der Winter war dunkel, lang und nass. Und zu Hause an der Oberweser und am Mittellandkanal beiße ich mir seit Wochen schon die Zähne aus. Ich habe viel versucht und auch viele Filme anmoderiert, wobei die Filme letztendlich nur auf der Festplatte geblieben sind, weil wir einfach nichts gefangen haben und überhaupt nichts passiert ist. So, neuer Tag, neues Glück. Ich bin heute an der Weser unterwegs. Ich bin wieder mit Chrissy unterwegs und wir wollen heute Abend mal Zander wobbeln. Ich bin heute mal am Mittellandkanal. Es ist richtig bitterkalt geworden. Einen Grad haben wir und ich habe mich erstmal richtig dick angezogen. Aber jetzt müssen wir einfach mal wieder raus, was anderes sehen und irgendwas Neues erleben. Was sagt ihr zu einem Wochenende in Holland? Holland hat bessere Fischbestände, Holland ist gleich um die Ecke, also lasst uns rauf auf die Autobahn, rüber ins Nachbarland. Ich bin Yannick und das ist Anni, also lasst uns loslegen. Zweieinhalb Stunden erreichen wir das Ziel und siehe da, es gibt erstmal eine dicke Überraschung. Wir haben totales Hochwasser und ich habe noch ein 100 Gramm Blei dabei. Das heißt, wir können auch auf Grund sozusagen angeln. Einfach hier vorne irgendwo eine Strömungskante legen und dann schön Köderfisch an die Leine machen mit Grundblei. Das ist auch eine Option. Gute Idee. Also starten wir erstmal das Projekt Köderfisch. Sollte eigentlich ein todsicheres Ding werden. Pose und Maden ins Wasser und ab geht die Post. Dachten wir zumindest. Der erste Tag bleibt dann doch leider erfolglos und wir flüchten uns abends in unseren kleinen Wohnwagen. Ich bereite schon mal den nächsten Tag vor, knüpfe ein paar neue Dinger, weil wir am nächsten Morgen gezielt in der Eisel jiggen wollen. Zumindest haben wir bei dem Hochwasser die Hoffnung, dass wir bestmöglich irgendwie an das Flussbett rankommen. Sieht gut aus. Anni, kannst du mir noch ein Stück Holz geben? Hier, fang. Aua, was soll das denn? Upsi, sorry. Sag mal, du hast so dicke Backen. Hast du etwa Zahnschmerzen? Nee, das ist so kalt draußen. Irgendwie muss ich ja die Würmer wieder auftauen. Boah, wie ekelhaft. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Okay, neuer Morgen, neues Glück. Holz ist gehackt, der Ofen ist an. Anni schwimmt mal gerade runter. Er lodert schön vor sich hin. In unserem kleinen Bauwagen hier haben wir so einen schönen kleinen urigen Ofen stehen. Und der macht uns das Ding hier schön warm am Morgen. Jetzt noch gerade einen Kaffee und dann geht's weiter ans Wasser und dann versuchen wir unser Glück. Dann fangen wir gleich noch zusammen, ne?
Ja, bin ich auch gut und ich fange auch noch ein. Ey, wir fangen jetzt einen Fisch. Ein geiler Angelplatz hier. Du hast alles, alles kann aus dem Strom kommen, aus der Eisel. Hier ist einfach totaler Stillwasserbereich. Hier kann dir ein dicker Barsch kann dir einschlagen, dicker Hecht. Hechte darfst du nicht mitnehmen. Leute, ich habe den ersten drauf. Erster Wurf in die ganz andere Richtung. Ich laufe schon mal langsam Richtung Kescher. Achso, den habe ich noch nicht mitgenommen. Achso, jetzt muss ich vorsichtig sein. Hier vorne kommt ein Stein, der guckt aus dem Wasser. Jetzt kommt die Kante. Oh, nicht zum Stein, nicht zum Stein. Nicht zum Stein, nicht zum Stein. Ui. Alles gut, du? Fisch hat mir schon. Fisch. Boah, der sieht schön aus. Wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Huh. Oh. Da Isa. Hast du alles parat? Kann man den mitnehmen? Den kann man mitnehmen, ja. Boah, was ein schöner Fisch, ey. Von unten gehakt, nicht regulär. Oh, aber er hat ein bisschen mitnehmen dürfen. Ja. Er hat 54. Sehr schön. So. So, der erste Zander aus Holland. Und einen dürfen wir mitnehmen, beziehungsweise ja, den haben wir uns jetzt verdient. Die restlichen sollten wir noch welche fangen, die kommen noch wieder ins Wasser, aber mega, es hat geklappt. Bei Hochwasser der erste holländische Zander, den gibt's zum Salat heute Abend. Bei einem Zander ist es dann geblieben und was soll man sagen, wir waren richtig erleichtert, dass es mal wieder geklappt hat. Also ab wieder zurück zur Unterkunft und dann ging's ans Filetieren. Na, hallo, hast du auf mich gewartet? Ja, auf dich gewartet. Okay, wir waren ein bisschen deprimiert, als wir hier ankamen mit dem ganzen Hochwasser, aber wir konnten es ummünzen, diesen schönen Zander hier. Ich will das Tier jetzt mal filetieren und dann kommt der heute Abend schön in eine Pfanne zum Salat. Also lass uns keine Zeit verschwenden, wo es geht.
Zack, das ist das Sonderfilet. Einmal um den Rippenbogen drum geschnitten. Deswegen hier einmal der Cut in der Mitte. Und so sieht das aus. Kein Fleisch verschwendet. Zack. Hast du noch ein paar Gräten gefunden? Ja, da sind immer noch Gräten drin. Perfekt kann man nie filettieren, aber egal, das kann man später rausfriemeln beim Essen, ne? Ja. Okay, wir sind ehrlich, wir konnten unsere leichte Hochwasserdepression ummünzen in einen schönen Zander. Hier ist verscheiße der Start. Okay, wir waren ein bisschen deprimiert, als wir hier ankamen mit dem ganzen Profi-Auswurf. Ja, erschlagen! Alle Waller angelockt.